Hallo, liebe Geschwister, hier bin ich wieder mit der dritten Passionsandacht in dieser Woche. Ich möchte wieder beginnen mit dem Lied 91. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken, die dritte und vierte Strophe. Welch wundervoll hoch heiliges Geschäfte sehn ich ihm nach, so sagen meine Kräfte. Mein Herz erbebt, ich seh und ich empfinde den Fluch der Sünde. Gott ist gerecht, ein Rächer all des Bösen. Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen. Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken am Kreuz erblicken. Ich lese weiter aus Matthäus im 26. Kapitel bis Matthäus 27, also die Verse 69 bis Matthäus 27, Vers 10. Petrus saß draußen im Hof. Da kam ein Dienstmädchen des obersten Priesters auf ihn zu und sagte: Du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Petrus stritt das ab, vor allem die dabei waren, und sagte: Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Dann ging er in das Torgebäude hinaus. Dort sah ihn ein anderes Dienstmädchen. Sie sagte zu denen, die dort standen: Der war auch mit diesem Jesus von Nazareth zusammen. Aber Petrus stritt es wieder ab und schwor: Ich kenne diesen Menschen nicht. Kurz darauf sagten andere, die dabei standen: Natürlich gehörst du auch zu denen, deine Sprache verrät dich. Da legte Petrus einen Schwur ab: Gott soll mich strafen, wenn ich lüge, ich kenne diesen Menschen nicht. In demselben Moment krähte der Hahn. Da erinnerte sich Petrus an das, was Jesus gesagt hatte: Noch bevor der Hahn kräht, wirst du dreimal abstreiten, dass du mich kennst. Und er lief hinaus und weinte heftig. Früh am Morgen fiel die Entscheidung über Jesus. Alle führenden Priester und Ratsältesten des Volkes fassten den Beschluss, Jesus soll hingerichtet werden. Sie ließen ihn fesseln und führten ihn ab und übergaben ihm den römischen Bevollmächtigten Pilatus. Als Judas erfuhr, dass Jesus zum Tod verurteilt wurde, packte ihn die Reue, denn er hatte Jesus verraten. Er brachte die 30 Silberstücke zu den führenden Priestern und Ratsältesten zurück und sagte: Ich habe große Schuld auf mich geladen. Ein Unschuldiger wird getötet und ich habe ihn verraten. Sie antworteten: Was geht uns das an? Das ist deine Sache. Da warf Judas die Silberstücke in den Tempel, lief weg und erhängte sich. Die führenden Priester nahmen die Silberstücke und sagten: Es ist nicht möglich, sie zum Tempelschatz zu legen, denn es ist Geld, das für eine Bluttat gezahlt wurde. Deshalb beschlossen sie: Wir kaufen von dem Geld den Acker des Töpfers. Dieser Acker soll als Friedhof für Fremde dienen. Daher heißt dieser Ort bis heute Blutacker. So ging in Erfüllung, was der Prophet Jeremia gesagt hat: Sie nahmen die 30 Silbermünzen, das ist der Preis, den er den Leuten von Israel wert war. Sie kauften davon den Töpferacker. So hatte der Herr es mir befohlen.
Liebe Geschwister, wenn die Angst zupackt, dann wankt die Treue. Er wollte doch nichts anderes, dieser Petrus, als nah bei seinem Herrn zu sein, als zu sehen, was geschieht, immer noch hoffend auf ein Wunder. Und draußen vor dem Haus schien es ja auch relativ ungefährlich. Wenn da nicht diese Magd gewesen wäre, oder besser gesagt, wenn da nicht die Angst gewesen wäre. Die Angst, was geschieht mit mir, wenn ich mich bekenne? Die Angst, was werden sie mir antun? Und das, was ich mir ausmale, das scheint viel größer zu sein als das, was eigentlich geschehen könnte. Aber ich weiß es nicht. Und Angst ist ein schlechter Ratgeber. So leugnet er. Er leugnet einmal, er leugnet zweimal. Erst noch ganz harmlos, ich weiß gar nicht, wovon du redest, den kenne ich nicht. Aber dann immer vehementer und schließlich beim dritten Mal schwört er. Und der Hahn kräht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kenne solche Situationen, wo ich hinterher mir sage, du hättest doch eigentlich. Und ich habe mich nicht getraut. Oder das richtige Wort ist mir nicht eingefallen. Im Nachhinein scheint das alles so klar zu sein, wie man hätte richtig reagieren können. Aber in dem Moment war ich einfach sprachlos. In dem Moment wusste ich nicht, was ich sagen sollte. In dem Moment hatte ich Angst und bin schuldig geworden. Schuldig wie Petrus. Und da erinnert sich Petrus mit diesem Hahn. Jesus hatte es ihm gesagt. Jesus kannte ihn offenbar besser, als er sich selber kannte. Jesus wusste, was auf ihn zukommt, und hat ihn nicht verurteilt. Und so geht er hinaus und weint und bringt letztlich seine Not vor Gott. Wie oft versage ich? Aber gerade dieses Ereignis, diese Geschichte des Petrus, der so schnell eigentlich dann alles über Bord wirft, der so schnell auch Jesus verleumdet, macht mir Mut. Mut zu entdecken, Gott kennt meine Schwäche und zu ihm kann ich immer wieder kommen, auch mit meinem Versagen. Das andere Beispiel dazu ist Judas. Als er von diesem Urteil erfährt, dass Jesus nun hingerichtet werden soll und den Römern übergeben wurde, da eilt er und möchte ungeschehen machen, was geschehen ist, bringt das Geld zurück, möchte ihn erneut loslösen. Aber er wendet sich nicht an Gott. In seiner Verzweiflung beendet er sein Leben. Er hat die letzte Chance, Vergebung zu erfahren, sich zu Gott zu wenden und ganz neu dieses Vertrauen zu leben, verpasst. Er stirbt mit seiner Schuld. Dabei wäre das Angebot der Vergebung für ihn genauso gültig gewesen wie für Petrus. Und wir merken, es geht tatsächlich um diese Entscheidungsmomente und ob wir dann den Mut haben, unsere Schuld, unsere Lasten, unser Versagen vor Gott zu bringen. Doch wie oft versuchen wir es zu kaschieren, unter den Teppich zu kehren,
kleinzureden. Die Umstände waren nicht so, es war nicht die richtige Zeit. Ja, vor den Leuten, das macht man nicht. Was hätte ich denn anderes tun sollen? Man hätte mich vielleicht ausgelacht. An Ausreden fehlt es nicht. Aber das Entscheidende ist nicht, dass wir nicht versagen sollen, sondern wie wir mit diesem Versagen umgehen. Die Tür Gottes ist offen. Jesus kennt uns, aber er sieht in uns noch viel, viel mehr. Wie oft haben wir ihn verraten? Wie oft nicht nach seinem Willen gelebt? Es ist uns ein großes Geschenk gemacht worden, auch durch ihn. Vergebung, Buße, Beichte. Auch im evangelischen Raum ist das ein Geschenk, wo ich letztlich vor Gott mein Herz ausschütten kann und seine Vergebung erfahre und mich wieder ganz neu ihm zuwenden kann. Nutzen wir dieses Geschenk. So möchte ich beten. Herr, immer wieder geraten wir in Versuchung. Immer wieder merken wir, wie wir uns nicht zu dir bekennen. Immer wieder merken wir, dass wir gern die einfachen Wege gehen. Ach Herr, lehre uns doch, dir treu zu sein. Hilf uns doch, dir nahe zu bleiben. Schenke uns, dass wenn wir fremde Wege gegangen sind, falsche Wege gegangen sind, wieder zurückkommen zu dir. Dass wir dein Angebot von Vergebung nutzen. Dass wir auch die Hilfen annehmen, die uns gegeben sind. Hilfen zur Umkehr. Herr, wir wollen nicht mehr auf uns allein bauen. Wir vertrauen deinem Wort und wollen bewusst mit dir gehen in dieser Passionszeit. Segne du uns, halte du uns, begleite du uns. So wie du den Petrus nicht hast fallen lassen, so lass auch uns nicht fallen. Amen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.